Elektroautos sollen künftig den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Passau ergänzen. Das regionale Elektromobilitätsprojekt Ewald hat gestern 10 E-Autos an den Landkreis übergeben. Der Passauer Landrat Meyer erklärt im Gespräch mit unser Radio, wie das Ganze funktionieren soll. Im Rahmen des Projektes Ewald Elektromobilität Bayerischer Wald ist dieses Projekt ein Angebot, vor allem an unsere Gemeinden, auch hier über Carsharing auch Autos zu bekommen, Elektroautos, um sie vor allem einzusetzen, auch in Verbindung mit dem öffentlichen Personennahverkehr, ein Angebot, um die Mobilität bei uns im Passauer Land weiter zu stärken, aber auch für Elektromobilität zu werben. Der Landkreis Passau stellt die 10 Elektroautos dann seinen Gemeinden kostenlos zur Verfügung.